Hi meine Lieben, wie bereits erwähnt, habe ich ein Action Haul, ein bisschen was Neues entdeckt, ein paar Ideen und naja, wir schauen mal. Ich habe mir einige von diesen Holzbrettchen hier mitgenommen, die sind ja super günstig, da auch wieder um Deko im Häuschen zu machen, habe ich schon die Klebchen abgemacht. Ach, das habe ich noch da. So, 19x12x1,1, da kann man halt super schön eine Kerze oder irgendwie was drauf drapieren und ja, sich selbst schön Deko machen. So. Dann, die hat mir jemand besorgt, diese Stanzen hier, die kennt ihr ja auch schon, da hat Amelies Welt, weißt du so, Amelies Welt, ach, ich vergesse immer ihren Namen, naja, ihr kennt sie alle, gerade eine Popcorn-Schachtel gemacht, sieht sehr süß aus, dieses, hier witzigerweise bin ich gerade dabei, ein Album für meine Kleine zu machen, in dem ähnlichen Muster, aber etwas größer, hier haben wir zum Thema Reisen alles dabei, der Urlaub kommt, der Sommer kommt und ja, hiermit kann ich nicht so viel anfangen, aber Einzelteile sind sicherlich ganz schön. Also das hier stelle ich mir schön so rum auf einer Karte vor. Ja, und das hier auch. Da finde ich es ein bisschen schade, dass die Formen innen drinne scheinbar asymmetrisch wirken. Also weiß ich nicht, muss man mal gucken, ob man die so verteilen kann, dass die halt überall den gleichen Abstand haben. Aber so mit dem Herz und mit dem Flex hier und so, das finde ich schon ganz süß. Und man hat halt hier nochmal Randstanzen. Dann, meine Kleine hat ja, naja, in 4 Monaten, in 3 nur noch, 3,5 Monaten Geburtstag, gab schon mal ein bisschen Luftschlangen. Dann habe ich mir, warte, ich muss auch Papier auspacken, wenn das jetzt runterkracht, von denen hier nochmal welche mitgenommen. Einmal, weil ich die Gläser schön finde, aber auch die Deko schön finde. Da habe ich schon, ja, ein Set, warte, das steht hier auch, kann ich euch mal zeigen, gebastelt. Und zwar sowas hier. Sowas ähnliches habe ich bei Charlies Mama, glaube ich, gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da habe ich hier mit Wasserschiebefolie, hurra, ein Mädchen. Und ja, dann so 2 Boxen. Das war das, was ich aus diesem Reagenzgläschen zum Beispiel gebastelt habe. Und dann, da ist ganz witzig, ich weiß jetzt nicht, wie der Preis von denen hier ist, aber die habe ich heute auch bei Woolworth etwas größer gesehen. Naja, natürlich auch meine ist teurer, habe ich nicht mitgenommen. Aber hier kann man auch wieder schönen Spruch drauf machen. Irgendwie frohe Ostern mit einem Geschenk ran. Da habe ich einmal, muss jetzt leider knistern, weil es natürlich alles in Papier eingepackt. 2-mal diese orangene Variante. Ist auch Glas, wie ihr seht. Und dann noch so eins hier. Ja, das sind die 3, die ich davon mitgenommen habe. Dann haben wir hier diese Clear Stamps habe ich bekommen. Da finde ich diese Tiere total süß. Die erinnern mich total an Kreativdepot. Die haben ja so ähnliche Tiere. Dann habe ich hier mal ein paar Organza-Säcke mitgenommen, um halt auch so Kleinigkeiten ja, fürs Häuschen zu verpacken. Mal sehen, oder zum Thema Einschulung. Diese Bänder, hier gab es wieder eine Osterabteilung, die nehme ich immer sehr gerne mit. Die weiße Sorte, da gibt es ja, glaube ich, auch grün und rosa. Dann habe ich, muss ich mal anders hinsetzen, ein Body mitgenommen. Nein, keine Neuigkeiten, aber auch da kann ich euch zeigen, weil es liegt hier gerade, habe ich mit einem Spruch beplottet. Ja, Mamas wahre Liebe. Und das ist so die Idee, warum ich dazu Bodies brauche. Habe ich jetzt übrigens auch alles bei Kleinanzeigen drin noch zusätzlich. Also wer da Interesse hat, werde ich mal unten in die Videobeschreibung packen. Dann hier, der ist natürlich total gehypt. Mal gucken, ob er bei mir ist er richtig rum. Bei irgendwem war der, wenn man den so aufgesetzt hat, wurde er so abgestempelt. Also bei mir ist er Gott sei Dank richtig geklebt. Das ist dann natürlich immer ein bisschen verwirrend, wenn man sowas abstempeln will. Dann habe ich hier nochmal Bänder mitgenommen, weil ich die echt schön finde. Hier diese rosa Variante. Da habe ich halt auch so gerade Kerzen. Ich habe alles hier liegen, weil ich gerade erst fotografiert habe. Habe ich zum Beispiel sowas hier. Und dafür ist halt immer schön, diese Bänder zu verwenden. Dann haben wir sowas. Oder sowas. Oder sowas. Und dann nehme ich halt immer ein passendes Band. Jo, das. Ich bin im Klötzchenfieber, wie ihr seht. Wartet. Also jetzt zurückpacken. Ja, dafür die Bänder. So, hier haben wir noch mehr Organza-Säckchen. Diese da. Dann habe ich mir von diesen Ombre-Stempelsets die beiden Varianten mitgenommen. Mal gucken. Ne? Weil ich habe man ja auch da ein paar einzelne Farben. Also das ist ja auch nicht schlecht. So, was haben wir hier noch? Das lag da einzeln und verlassen rum. Die habe ich mir auch noch mitgenommen. Glitzersteine braucht man immer. So, nochmal Bodies. Nochmal Kugelschreiber, einfach weil ich sie liebe. Und 2 verschiedene Varianten. Das.
Dann hier auch für den Geburtstag eine Girlande. Dann habe ich mir von diesen Tüten nochmal welche mitgenommen, wo ich euch die Schmetterlinge gezeigt habe. Eine Krone für sie. Druckerpatronen. Das war es hier an der Stelle. Dann habe ich euch damals, als ich die Sticker hier gekauft habe, gesagt, wenn es die zweimal gegeben hätte, hätte ich sie gekauft. Und sie gab es jetzt halt nochmal. Ich finde die super schön. Also gerade für Babyalben, für Babykarten sind die richtig schön. So, schieben wir mal ein bisschen weiter für eine Arbeitskollegin. Da wird der Kleine jetzt 4 und der steht total auf Dinos. Habe ich das hier mitgenommen, zweimal. Ist eigentlich ganz cool, also 65 Teile drin und insgesamt für 8 Personen. Also 8 Strohhalme, 8 Becher, 8 Servietten und so weiter und so weiter. Auch 8 Partyhüte, also auch für die Gäste. Und dann hier 8, sind das sogar Einladungskarten? Weiß ich gar nicht genau. Und halt hier so eine Girlande. Und ja, habe ich ihr mitgebracht. Habe ich gesehen und sofort an sie gedacht. Dann unser kleiner Paw Patrol-Fan hat eine... neuen Schlafanzug bekommen. Ich bin ein bisschen außer Pusten. Ich weiß nicht wieso. Dann habe ich auch, ist total cool, also für Leute, die Kaffee trinken oder so, ist wahrscheinlich auch ganz interessant. Hier gibt es so Tassen in, finde ich, total modern, schönen Farben. So, aber ich werde daraus so kleine Frühlingsgeschenke für mein Häuschen machen. Also vorne auch wieder irgendwie Hallo Frühling oder irgendwas, Spruch drauf plotten und was Schönes da rein. Dann habe ich mir auch diese Taschen hier mitgenommen. Die sind immer gut zum Organisieren. Habe ich einmal rosa, einmal schwarz. Und dann die Blöcke. Also die sind doch der Hammer, oder? Also die, ich habe mir die jetzt auch schon also selber gekauft. Vorher aber auch schon besorgen lassen. Ich finde die so schön. Da habe ich auch schon Karten, Hochzeit, Taufe, Konfirmation, Kommunion gemacht. Die sind mega schön. Den gibt es. Dann diesen hier. Vor allem sieht man ja vorne gar nicht so wirklich, was drin ist. Weil da ja in der Mitte... die Beschreibung ist, aber die sind so schön. Da hat sich Action wieder selbst getroffen. Dann gibt es diese Variante. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, deswegen blätter ich sie jetzt mal ein bisschen schneller durch. Aber ne, wenn man keine Stampfmaschine hat, kein Embossing-Folder und so weiter, dann sind die natürlich genial. Diesen. Ich finde auch die weißen Blätter zwischendrin immer schön. Den haben wir schon. Und den haben wir auch schon. Genau. So, das waren die. Und ansonsten habe ich nur noch große Blöcke bekommen. Achso, ich habe mir die hier noch zweimal mitgenommen. Das sind auch wieder diese Kästen mit Magnete. Auch cool für eine Explosionsbox vielleicht. Mal schauen. Und ansonsten die neuen Blöcke. Die finde ich von außen irgendwie ganz schön krachig aussehen. Ich fand den jetzt hier wieder schön zum Thema Baby, Junge und Mädchen. Weil halt wegen Regenbogen und die Farben. Also die Farben... die sind im Moment sehr aktuell. Die gefallen mir total. Das mag ich. Das ist Altrosa, Senfgelb, Mint. Hier, genau so. Finde ich richtig schön. Genau mein Geschmack. So, der durfte tatsächlich zweimal mit. Dann gibt es ja hier den. Der ist ordentlich knallig. Aber ich finde halt so... einzeln in klein kann man vielleicht doch was draus machen. Mal sehen. Ich finde ihn schon sehr dolle. Oder halt als Hintergrundpapier. Hier kann man sich natürlich Schmetterlinge einzeln ausschneiden. Dann hier von diesen Embossen irgendwie ein schönes passendes Motivpapier dahinter. Noch einen schönen Spruch. Frohe Ostern oder zum Muttertag. Da geht natürlich was. Mal schauen. Der hier ist auch sehr gewöhnungsbedürftig. Aber ich finde ihn halt für Hintergründe sehr schön. So Kachelmuster, so erinnert mich so ein bisschen an Griechenlandurlaub, würde ich sagen. So, erholt er sich. Das stößt ja alles gegen mein Stativ. Auch der hier ist sehr knallig bunt, aber da finde ich teilweise Motive richtig schön. Also hier das rechte zum Beispiel, das rechte, die sind schon sehr dolle. Hier das linke, aber hier sind schon sehr krachig, finde ich. Hier ist natürlich auch schön, zumal zum Muttertag. Da wiederholt er sich. Vorsichtig. Und den hier noch. Sehr bunterbunt alles. Ich kann so leicht blättern. Ja, mal gucken, ne? Man muss sich ja auch mal ein bisschen selbst herausfordern, was daraus so entsteht. Wobei so ein Motivpapier, so ähnlich, hat jetzt auch Kreativdepot rausgebracht. Also von daher... warum nicht? So. Da wiederholt er sich genau. Ja, und ansonsten habe ich mir nur noch einmal Kerzen mitgenommen. Also besser gesagt zweimal. Einmal habe ich schon verarbeitet. Wie gesagt, mit so Sprüchen. Und das war es erstmal von Action. Und ansonsten habe ich dann gleich nochmal ein Haul von überall und nirgends. Ja,
da könnt ihr dann auch gerne reinschauen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn ihr wollt, schaut gerne bei Kleinanzeigen vorbei, wenn ihr da irgendwie Interesse habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!